Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Craft Attack 8. Mein Name ist Klim und wir spielen noch Craft Attack 8. Es gab gerade erst eine Folge Klimtopia, war ganz wild, jetzt wieder Craft Attack am Reincraften. Wir befinden uns gerade hier bei der Cave Spider Farm von Flocke. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch irgendwie daran erinnern könnt. Aber Flocke und ich haben damals hier so eine Cave Spider Farm zusammengebaut. Und die hat eigentlich mal ganz gut funktioniert. Da kommen ab und zu mal Cave Spiders durch. Ich weiß gerade nicht, warum da keine kommen. Ich habe gerade schon 20 String daraus geschallert. Ich will einfach ein paar Strings sammeln. So 20 Stück, 30 Stück, pipapo. Kann man hier durchgucken? Ja, da ist der Spawner. So 20, 30 Stück, noch mehr mindestens, also mindestens ein Stack, sag ich mal, also eigentlich noch 44 mindestens. Aber so 2, 3 Stacks wären insgesamt schon ganz cool, denn ich will mal langsam, aber sicher ein paar Gerüstblöcke bauen, damit ich endlich mal Gerüstblöcke bauen kann, weil ich will die auch langsam mal ein bisschen benutzen, ne? Wir haben nämlich heute in der Folge was vor, was wird ganz cool, wir bauen am Tower weiter, wir bauen da eine optische Sache, vielleicht machen wir auch vielleicht noch ein paar weitere optische Sachen, ich bin mir noch gar nicht so sicher. Wir gucken mal, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich coole Folge und ich melde mich wieder, wenn ich hier mal ein paar Strings gesammelt habe, aber das wird noch ein bisschen dauern. So, mit den ganzen Strings konnten wir uns endlich ein bisschen Scaffoldings machen, sehr, sehr cool und jetzt kann ich euch auch zeigen, wofür ich das brauche, und zwar dafür. Ja, dafür brauche ich das. Da stehen schon einige Scaffoldings, denn da wird gleich was entstehen, und zwar hier. Die grundlegende Idee ist, ich habe in der, zwischen den Folgen, habe ich hier ein bisschen weitergebaut. Und zwar habe ich hier diese kleine Treppe gebaut, die wir jetzt hier haben. Also man kann tatsächlich dann hier lang gehen, hier links und rechts Treppe, hier hat man so ein bisschen Ausblick. Und weil ich hier überall diese Wände hinkommen, weil es ansonsten von innen blöd aussieht, habe ich mir gedacht, es muss irgendwas geben und hier wird dann wahrscheinlich ein Ausgang sein. Stimmt, hier könnte echt coolen Ausgang hin. Habe ich mir gedacht, wir können da nicht einfach irgendeine normale Wand hinpacken. Das sieht total doof aus. Also keine Glaswand wie auf den anderen Seiten. Und wir haben hier eine Glaswand am Start. Wir haben, im Prinzip, ihr seht es ja auf jeder Seite, eine Glaswand am Start. Aber da sah das nun wirklich ziemlich beknackt aus mit Glaswand. Und dahinter ist dann direkt eine andere Wand. Das sah echt doof aus. Dann habe ich mir gedacht, was können wir da hinpacken? Und mir ist die Idee gekommen, dass wir da ein Schild hinpacken könnten. Und wir könnten da was hinschreiben. Und zwar mein Merch-Design, das ich jetzt an der Stelle nicht einblenden werde, weil dann müsste ich auch Werbung einblenden. Deswegen geht einfach... Nee, ich sage auch nicht, dass ihr auf meinen Job gehen sollt, weil das wäre dann ja auch Werbung. Ich verdiene an meinem Merch übrigens Geld, ja, also, aber ich habe so ein Design, das ist ein Katakana geschrieben, das sind japanische Schriftzeichen und das steht für Klim, also Krimu steht da, was, ja, am nächsten an Klim kommt im Japanischen und das will ich da hinpacken. Ich glaube, das sieht aus zwei Gründen tatsächlich geil aus. Erstens haben wir da nicht diese hässliche Wand da und zweitens, zweitens ist es einfach ganz geil, hier dann so japanische Schriftzeichen noch zu haben. Ich glaube, das werde ich durch die Bank hier und da nochmal einfügen, dass wir größere Schilder haben oder Zeichen oder so. Ich glaube, es wird ganz cool im Endeffekt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie groß das sein muss, aber ich glaube, 18 in der Breite oder so hatten wir es dann im Endeffekt, den Rahmen. Und den will ich jetzt auch hier hinpacken. Aber für den Rahmen brauchen wir Cyan Terracotta, das haben wir. Für das Innere brauchen wir hingegen Knochenblöcke. Und da würde ich sagen, bauen wir einfach mal Fabus Knochengolem ab. Und holen uns die da, oder? Das ist einfach. Hier wird übrigens ein neuer Golem gebaut, ne? Habt ihr mitbekommen? Hier wird. Fabo baut noch einen Golem. Warum? Ist doch egal. Fabo wollte einen neuen Golem bauen und das macht er jetzt hier. Und hier ist auch eine Mobfarm gleichzeitig. Junge Fabo. Oh Mann. Naja, ist auch egal. Wir müssen uns Knochenblöcke besorgen. Und Knochenblöcke kriegen wir mit Knochenmehl. Und Knochenmehl kriegen wir glücklicherweise relativ easy besorgt, wenn wir mal hier über G-Times Anwesen fliegen, an Revis umgekehrten Haus vorbei und dann ein wenig über das hundertprozentig fertiggestellte Pogwarts. Hier hinter ist nämlich die Buzzarino vom lieben Kungur. Und der Kunga hat hier eine ziemlich nice, also für uns ziemlich nice Farm. Hier war doch ein Gegner, oder? Ne, das ist nur eine Schulker-Chest. Die alle von Fabo. Ich glaube, die sind alle von Fabo. Hier haben wir eine kleine Farm und die Farm produziert im Prinzip einfach nur... Holy. Holy, was zum Teufel. Die Farm produziert Knochenmehl. Bis wie voll ist denn die schon?
Noch gar nicht voll. Okay, dann werde ich jetzt hier ein bisschen AFK stehen. Für ein paar Knochen. Okay, folgendermaßen sieht das Ganze aus. Tada! Also so groß wird es ungefähr sein. So groß wie der Rahmen. Ich finde, das passt sogar. Ich meine, wir haben das jetzt ein bisschen größer gemacht als eigentlich gedacht. Aber ich glaube, das geht noch fit. Ich glaube, das können wir machen. Ich glaube, das wird am Ende gut aussehen. Von der Seite habe ich vielleicht ein bisschen Schiss, dass es doof aussieht. Aber ich glaube, auch da geht das so einigermaßen. Ich bin gerade hier schon am Aufbauen gewesen, habe einige Knochen schon gefarmt drüben. Und ich dachte mir, hey, eigentlich kann man hieraus sehr, sehr gut eine Third-Person-Timelapse machen. Aber bevor ich das mache tatsächlich, müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir alle Materialien dafür haben. Ich meine, Knochen haben wir. Hier in Terrakotta haben wir auch. Das ist kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Warped Wood haben. Jetzt weiß ich, dass sie auf jeden Fall nicht genug Warped Wood haben, obwohl... Doch, das reicht. Wir haben genug Warped Wood. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt mit einer Third-Person-Timelapse starten. Ich hoffe, die wird euch gefallen. Ich denke nämlich, die wird ganz wild. Und wir sehen uns dann wieder, wenn die Timelapse vorbei ist. Viel Spaß. Hey now, honey, ich hoffe, euch hat diese kleine Timelapse gefallen. Ja, wir haben jetzt ein richtig geiles Schild. Und draußen ist so heiß, da bin ich direkt mal ins Eisbiom geflogen. Hier ist ein bisschen entspannter. Deswegen möchte ich an der Stelle auch ganz kurz sagen, es tut mir unfassbar leid, liebe Leute, in den YouTube-Kommentaren. Ihr werdet jetzt in Zukunft ein Rauschen bei mir im Hintergrund hören, weil es so unfassbar heiß ist. Ich muss die Klimaanlage laufen lassen. Normalerweise habe ich sie für die Aufnahmen extra wieder ausgeschaltet. Aber ich sterbe hier in diesem Raum. Wirklich, es ist viel, viel, viel zu heiß. Wirklich, es tut mir furchtbar leid. Ich habe schon wirklich versucht, dass es hier ein bisschen kälter wird, indem ich hier ins Biom geflogen bin. Actually, wir müssten wirklich mal wieder Eisfarmen gehen. Also nicht das Packed-Eis, sondern normales Eis. Das müssten wir echt mal machen gehen. Aber nicht jetzt, denn erstmal muss ich wieder zurückfliegen. Ich meine, ist zwar cool, dass ich aus Joke jetzt erstmal 10 Millionen Kilometer geflogen bin. Aber die müssen jetzt erstmal wieder zurückgeflogen werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Schild. Es wird fantastisch. Und da ist das Schild. Ja gut, also von innen, ne? Also so spannend ist es von innen nicht. Gucken wir uns das dann aber von außen an. Aha, das wird viel mehr Sinn ergeben. Und zwar sieht das so aus. 3, 2, 1 und... Yeah, oha. Da steht jetzt... Wer das liest, ist blöd auf Japanisch. Übel cool, oder? Nein, also jetzt mal wirklich. Da steht... Kurimu, also Kimu auf Japanisch, was sehr nah an Klim dran ist. Das habe ich mir auch von verschiedenen Leuten bestätigen lassen, die ich kenne aus Japan. Also tatsächlich Leute, die auch Japanisch sprechen und so mit ihrem Mund. Und auch Japanisch schreiben so mit, also meistens nicht mit dem Mund. Und ja, deswegen. Alles gut. Das gibt's auch bei mir als Merch-Design, Hashtag Werbung an dieser Stelle. Ich blende jetzt mal nichts dazu ein, aber ja, daraus ist das inspiriert. Und ich finde, das sieht dann doch ziemlich cool aus, wenn man hier so vorbeifliegt und dann dieses Schild da hat. Das finde ich doch, sieht sehr nice aus. Und abends auch, weil ich habe da ja die Endrods hin, um das ja so ein bisschen zu untermalen. Und ich finde, das sieht extrem, extrem nice aus. Wie gesagt, ich entschuldige mich fürs Rauschen im Hintergrund. Ich kann da jetzt wirklich nichts mehr machen. Beziehungsweise doch, könnte die Klimaanlage ausschalten, aber will ich nicht. So, was machen wir denn als nächstes? Das ist eine extrem gute Frage. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Wir waren da in diesem Penthouse mit drin. Jetzt ist die Frage, bauen wir an diesem Penthouse weiter oder machen wir einfach schon was anderes? Ich weiß es nicht. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Und dann schaue ich mal, was es hier alles noch zu tun gibt. Und dann vielleicht machen wir langsam so einen kleinen Plan. Ich meine, rauf zum Penthouse können wir ja schon. Hier unten muss auch noch sehr, sehr viel gebaut werden. Aber hier unten muss auch noch viel gebaut werden, ja? Also ziemlich viel noch zu tun. Ich gucke mal, was wir machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist gerade auffallend, dass wirklich noch insane viel Kleinkram zu tun hast. Also wirklich sehr, 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 sehr viel kleiner Kram. Hier, also, was zum Teufel? Hier, zack, fehlt noch was. Hier fehlt auch noch was. Hier fehlt auch noch was. Hier unten, der Boden ist noch gar nicht gemacht. Und das ist nur eine Säule. Hier sind teilweise noch Fackeln, die hier rumstehen. Das geht ja gar nicht klar. Also wir haben hier wirklich noch, da, hier, einfach eine Fackel. Was da los? Hier auch zwei Fackeln. Dann hier ist keine vernünftige Türe drinne. Hier ist generell noch nichts überwuchert. Wir haben so viel... Hier der Gang nach da. Also hier ist wirklich insane viel noch nicht gemacht. Der Raum hier unten, also das wäre noch generell ein größeres Teil. Also wirklich noch
sehr, 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 sehr viel zu tun. Also, ja, wir müssen noch einiges machen. Ich würde sagen, womit fangen wir an? Ich weiß nicht. Hier den Säulen. Warum bauen wir hier die Säulen nicht hoch? Okay, let's do it. Warte, da muss ich drauf springen. Und dann kommen wir hier hoch. Zack. Ja, aha. Erste Aufgabe schon erledigt. Ich glaube, hier brauchen wir dann auch nochmal vernünftiges Licht. Weil so kann ich mir vorstellen, dass jetzt ja, Zeug hier spawnt. Dafür brauche ich dann nochmal vernünftige Sachen. Hier brauche ich dann nochmal das Zeug. Wir brauchen auch nochmal Zäune. Ich bereite mich mal vor, mache mir so ein Care-Packet fertig. Also, was ich damit meine, ist, ich räume mein Inventar mal auf und nur das Zeug mit, was ich wirklich brauche. Und dann gehen wir los. Let's go. Okay, ich brauche jetzt einen schnellen Weg, diese ganzen Items hier wegzubringen. Ich habe eine Idee. Oha, alle weggebracht. Nicht schlecht. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe so viel von dem Zeug, ich brauche das einfach nicht mehr. Und jetzt sind wir's los. Schaut mal, hey, aufgeräumt. Also für die Leute, die jetzt nicht glauben, dass ich davon mehr als genug Zeug habe. Ja, Pech. Nein, Quatsch. Also ich habe hier wirklich, ich habe hier draußen wirklich mehr als genug von dem Zeug. Ich meine, das hier ist alles voll. Okay. Ich hatte keine Kakteen mehr, weil Fabo der Herr Lunke die geklaut hat. Aber ist egal, die sind eh bald wieder voll, die Kakteen. Also gar kein Problem. Und das Problem, was wir aber haben, ist, ich kriege langsam Schluck auf. Das ist natürlich sehr unangenehm für die Folge. Aber macht nichts, ich werde auch mit Schluck auf weiter die Folge aufnehmen. Wir haben jetzt also alles das rausgeholt. Ich habe hier bereits ein kleines Geländer eingebaut. Also wir sind hier Geländer-mäßig good to go. Ich habe Lichter eingebaut, ich habe die Fackeln entfernt. Also ein bisschen was ist schon geschehen. Jetzt können wir den Boden hier unten weitermachen und ich glaube, das wird ganz schön wild. So, hier haben wir jetzt die ganze Treppe gemacht. Hier hätten noch sehr viel kein Geländer. Wir haben jetzt, Wir haben jetzt einmal hier überall Geländer. Also das müsste überall da sein. Vielleicht habe ich noch eine Stelle übersehen oder so, das kann sein. Aber ich glaube, wir müssten jetzt überall Geländer haben. Wir haben überall Licht und vor allen Dingen haben wir auch Licht. Ne? Hier könnte was spawnen und jetzt nicht mehr. Also wir haben tatsächlich hier auch überall Spawn-Proof. Hier drauf kann kein Mob spawnen. Alles chillo. Wir sind mega sicher. Bis nach ganz oben. Alles fertig. Sehr, sehr nice. Hier könnte man jetzt noch einen schönen Ausgang bauen oder so. I don't know. Aber ja, bis nach ganz oben passt es jetzt. Ich würde gerne noch den Boden hier machen. Und da möchte ich gerne zwei Sachen machen. Eins davon machen wir noch heute. Eins davon machen wir heute nicht mehr. Und zwar würde ich gerne hier irgendwie gucken, dass wir hier so eine coole Rundung hinbekommen. Vielleicht so mäßig. Ja, dass man irgendwie hier so dran, also bis hier, ich weiß gar nicht, warum man hier runtergehen sollte. Aber jetzt könnte man halt so bis hier. Das hier wird dann später gelber Stein sein. Der gelbe Stein wird sich dann bis ganz hinten durchziehen. Und auch da können wir mal ganz kurz das hier startet hier. Okay, dann machen wir das mal ganz kurz. So. Einen rüber. Noch einen rüber. Und dann den hier. Oh, wait, müssen wir zweimal einen rüber? Müssten wir nicht einmal... Ne, das passt schon so. Okay, hier können wir dann überall gelben Stein hinsetzen. Ich mache das jetzt mal mit Cyan Terracotta. Einfach... Obwohl, nee, ich hole einfach direkt gelben Stein. Dann können wir da nämlich so eine runde Kante machen. Das sieht, glaube ich, ziemlich cool aus. Und dann habe ich nämlich noch eine Idee, aber dafür, ich fliege mal ganz kurz hoch und hole mal eben. Das sollten wir hier direkt haben. Chillig. Oh, ja, mit dem Stack reicht es auf jeden Fall. Einmal wieder runter. So, au. Ui. Und runter. Und zack. Und dann machen wir hier das hier hin. Und dann ist die Idee, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil da kann ja überall theoretisch ein Golem spawnen, ne? Damit das nicht passiert, damit wir hier auf jeden Fall vorsichtig sind und da kein Golem spawnt, habe ich mir gedacht, dass wir hier das alles noch ein bisschen tiefer machen. Also hier diesen gesamten Bereich hier dran, hinter, den machen wir tiefer. Ja, das wird noch eine Zeit dauern. Aber ich will ja auch später Bäume und so dahin pflanzen, weil das soll ja alles ein bisschen überwuchert werden. Und wenn wir das vorher ein bisschen tiefer haben, dann passt das, glaube ich, auf jeden Fall besser. Oh, wir müssen gucken, dass wir hier auf jeden Fall genug Licht haben. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das mit den Pipes machen werde. Aber das finden wir schon noch raus.
Genau, und das hier ist dann auf der Höhe. Hier kommt man dann so raus, zack, kann so auf der Höhe sein. Hier kommt noch so ein Zaun hin. Hier können wir dann auch noch einen Baum hinstellen oder so. Ich weiß ja nicht genau, was oder wie oder warum und wer überhaupt und weswegen. Und hier kommt dann Glas hin und darunter nochmal Glas und darunter nochmal Glas. Vielleicht dann machen wir so ein, vielleicht so ein Infinite Mirror, könnte man hier hin machen. Oder wir gehen halt wirklich hier ganz normal, simpel hin und machen hier so einen Grasboden hin oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Infinite ging halt auch. Ich mache jetzt erstmal nur den Teil hier, mache das hier alles nochmal ein bisschen tiefer und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. So, hier hinten ist jetzt alles fertig. Hier ist alles schön gemacht. Ich habe hier noch ein Beacon hingestellt, denn, ja, ups. Ja, das hat jetzt länger gedauert. Also wir waren jetzt insgesamt 2 Tage hier dran, alles runterzuheben. Also nicht 2 volle Tage, obviously, sondern das ist jetzt der 2. Tag, an dem ich die Folge auch wieder weiter aufgenommen habe. Wir sind sehr weit unten. Wir sind hier auf Höhe, weiß nicht, auf Höhe 9. Ich habe hier auch Dias gefunden, 10 Stück tatsächlich. Oh, warte mal, was ist denn da in meinem Inventar? Besser. Genau, aber das reicht perfekt. Diese Steine sollen symbolisieren, wo Glas hinkommt. Hier auf der untersten Ebene kommt dann komplett einmal Glowstone. Darüber dann eine Schicht Teppiche. Und darüber dann halt die verschiedenen Glasschichten. Und dann haben wir hier so ein Infinite Johannes, der hier so runtergeht, so ein Infinite Mirror-mäßig. Ihr kennt das ja schon bei mir aus Craft Attack 7 mit dem Portalraum. Ihr kennt das mit Sicherheit auch bei dem lieben Basti hier vorne. Oder bei dem Rotpilz, der hat das ja hier auch hier unten gemacht. Hier die Seen. Genauso werden wir das hier auch machen. Ich glaube, das wird diesen Raum nochmal ziemlich viel cooler machen. Wir werden aber auch Teile davon irgendwie mit Bäumen oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will, aber vielleicht fällt mir da was Cooles ein. Vielleicht sogar gespiegelt so, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, jedenfalls bin ich sehr froh, dass... Oh, vielleicht können wir das spiegeln. Das wäre insane geil. Jedenfalls bin ich damit durch. Es hat viel Spaß gemacht und ich bin auch durch mit der Folge hier. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei, klim.tv. Das würde mich sehr freuen, wenn wir hier live dabei sind. Ich weiß, ich habe gesagt, ich würde gerne wieder täglich Folgen machen, aber ich weiß nie, wie lange die Folgen dauern zu machen und wie viel Zeit ich dann habe. Aktuell ist es natürlich sehr, sehr heiß auch. Da streame ich dann auch ein bisschen weniger, weil es mir einfach zu warm ist. Ich denke mal, die meisten von euch können da relaten mit der Temperatur. Aber ja, dann dauert so eine Folge halt mal länger und dann, keine Ahnung, ist auch irgendwie bekloppt, in einer Folge die Hälfte von unten wegzugraben und in der nächsten Folge die andere Hälfte. Das will ich dann auch nicht machen. Ich möchte schon irgendwie noch einigermaßen coole Folgen hochladen und deswegen dauert das dann auch manchmal noch ein bisschen länger. Aber das war's auch schon mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Beim nächsten Mal dann, weiß ich gar nicht, aber beim nächsten Mal machen wir bestimmt auch irgendwas Spannendes hier in Craft Attack. Also bis zum nächsten Mal und ciao.